Servus zusammen, herzlich willkommen zurück zu Transport Fever Schönbau, hier beim Staffelfinale mit schönen, bewegten Bildern, alles mit dem Kameratool eingefangen. Es geht im Grunde genommen genauso weiter wie in den letzten paar Folgen. Ich habe mir hier nochmal einen weiteren Bahnhof vorgeknöpft in Karlsberg und damit haben wir auch quasi alle Bahnhöfe oder alle bedeutenden, größeren Bahnhöfe, wo halt einfach der meiste Eisenbahnverkehr unterwegs ist, erstmal abgedeckt hier in Karlsberg, der dritte und letzte Bahnhof. Und eine weitere Besonderheit in diesem Video, mal abgesehen davon, dass ich das Rollmaterial natürlich weiterhin noch ein bisschen weiter durchgetauscht habe und hier nochmal einige Züge heute zu sehen sein werden, die bislang noch nicht auf der Karte unterwegs waren. Was wollte ich sagen? Genau, weitere Neuerung. Ab heute geht's ungefähr in den letzten 6 Minuten dann mit dem NEP-Mod weiter. Habe ich ja schon angesprochen, optische Revolution, anders kann man das wirklich nicht bezeichnen. Und ab da, also alle folgenden Videos ab jetzt, sind alle mit der NEP-Mod, weil das einfach sensationell gut aussieht. Und ich denke mal, das ist dann auch wirklich ein würdiges Staffelfinale diesmal. Recht viel mehr habe ich ehrlich gesagt nicht zu sagen. Ich meine, das ist jetzt relativ belanglos, wenn ich hier jeden Zug kommentiere, der hier ein- und ausfährt. Deswegen verabschiede ich mich auch direkt wieder. Ich kann euch noch eine kleine Wasserstandsmeldung geben bezüglich der nächsten Karte. Also im Grunde habe ich es ja jetzt eh schon verraten, wer die Sneak Preview gesehen hat. Ich habe ja das auch in den Kommentaren schon eigentlich erklärt, worum es geht. Koblenz wird mal so das Zentrum werden. Dort habe ich jetzt schon den Hauptbahnhof so im Rohbau hingestellt. Plus die Station Koblenz-Stadtmitte habe ich schon hingestellt und auch so ganz grob mal die ersten Gleisanlagen verlegt. Dann Koblenz-Lützel habe ich schon im Rohbau so die ungefähre Bahnhofsform hinbekommen. Und ja, genau, das sind mal so die Sachen, die ich in Koblenz schon gebaut habe. Auch natürlich, das Eisenbahnmuseum wird natürlich großes Thema werden. Lässt sich wunderbar umsetzen, auch mit dem ganzen Rollmaterial, was dort unterwegs ist. Kann man ja alles nachlesen auf der Website von dem Bahnmuseum. Und das habe ich jetzt auch schon mal so grob, das Basislayout geschaffen. Und dann habe ich mich erstmal so den Rhein entlang Richtung Boppard runter gebastelt. Da wird die Karte dann auch enden. Wir werden natürlich beide Rheinstrecken darstellen, also auf beiden Seiten. Und dazu noch die Moselstrecke über Moselweiß bis, ich glaube, runter nach Löff heißt die Ortschaft. Stichwort Nebenbahn, vielleicht noch kurz ein paar Takte dazu. Da habe ich auch lange überlegt, weil also eigentlich wollte ich ursprünglich mal Koblenz wollte ich schon dabei haben und die ganze Umgebung, aber halt auch wirklich gerne die kleine Nebenbahn nach Traben-Trarbach runter, die dort bei Bullay abzweigt, wo dann auch dieser Pünderricher Viadukt entlangläuft. Aber das ist halt alles auf der Karte nicht vorhanden und das würde auch jeden Rahmen sprengen. Dann habe ich ein bisschen rumüberlegt, ob ich vielleicht improvisieren sollte und diese Nebenbahn halt einfach irgendwo anders hinzimmern soll. Aber dann ist mir die Hunsrückbahn dazwischen gekommen. Die habe ich dann dort entdeckt. Die zweigt eingleisig von Boppard ab und scheint auch tatsächlich aktuell noch in Betrieb zu sein. Wenn nicht, ist auch egal. Wir werden sie auf jeden Fall in Betrieb nehmen. Ich habe mir da schon Bilder angeschaut. Das ist eine schöne Geschichte. Lässt sich nicht ganz geografisch korrekt hinbasteln auf der neuen Karte. Aber da müssen wir sie halt einfach ein bisschen umbiegen und dann geht das schon irgendwie auch schön mit dem Hubertus-Viadukt. Und wenn man da ein bisschen recherchiert und sich Bilder anschaut, dann sieht man auch, was da alles an Rollmaterial in der Vergangenheit unterwegs war. Also heute eher so modernere Dieseltriebwagen. Ich denke mal, das ist sowas in der Richtung wie der Stadler RS1 dürfte das sein, sowas grob in der Richtung. Und früher waren da halt einfach Dieselloks unterwegs, also Baureihe 218 habe ich gesehen, immer nur mit 2 Silberlingen, einer davon Steuerwagen. Und ich meine sogar, dass ich Bilder gesehen habe, wo eine V100 dort die Wägen den Berg hochgeschoben haben. Also das ist auch eine ziemlich steile Strecke, ich glaube sogar die steilste Kursbuchstrecke. Wenn mich nicht alles täuscht, habe ich zumindest irgendwo bei Wiki gelesen. Genau, ja, das ist eben so der aktuelle Ist-Zustand, um da mal ein paar Worte verloren zu haben. Eigentlich schon wieder zu viel gequasselt. Ich sage an der Stelle einfach danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Bilder gefallen euch. Und wenn ihr Bock habt, dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder, wenn es weitergeht mit Kameratool-Aufnahmen von der, ja, noch aktuellen Karte. Bis dahin und macht's gut.